Nova Dust. Europa. Ja, und damit herzlich willkommen zur Demo-Version von Europa auf der Nintendo Switch. Wir drücken auf Start, natürlich, neues Spiel und es geht los. Is it possible to miss something you've never known? Let me rephrase. Is it possible to be homesick for a place you've never been? An dem man gewesen ist? Ja, das ist eine gute Frage. Auch den Eingangssatz vom Spiel. Da auf Englisch da gestanden ist, werde ich natürlich nochmal nachübersetzen und vielleicht in den Kommentar unten in die Beschreibung schreiben. Mein Sohn, ich wurde auf der Erde geboren, aber ich glaube, ich hatte mein Leben lang Heimweh nach Europa. Ich schreibe dir dies von der Insel. Die Aussicht von hier oben ist mit nichts vergleichbar. So, ich lerne gerade Adam. Ich lerne gerade die Steuerung ein bisschen kennen. Sobald du diese Zeilen liest, werde ich fort sein und die Welt wird ganz anders aussehen als heute. Aber die Insel sollte noch da sein. Sie wurde für die Ewigkeit gebaut. Wir drücken B zum Springen. Ups. Komm auf die Insel, wenn du dich je einsam fühlst. Komm hierher und denke an mich. Und wir können die Kamera drehen. Es hat leider keine Bewegungssteuerung, die bin ich jetzt von Splatoon gewohnt. Aber so geht's auch. Alles eine reine Gewöhnungssache. So sehe ich übrigens aus im Spiel. Sieht schick aus. Und was wir da oben am Himmel sehen, ist Jupiter. Denn Europa ist ein Mond von Jupiter. Momentan, also jetzt im Jahr 2024, komplett mit Eis bedeckt von einer sehr, sehr, ich glaube, kilometerdicken Eisschicht. Aber in dem Spiel befinden wir uns höchstwahrscheinlich in einer fernen Zukunft, wo Terraforming betrieben wurde auf Europa. Halte B gedrückt, um Sprungkraft aufzuladen. Oder ist es Enceladus mit dieser Eisdecke? Ich werde es nachrecherchieren und werde dann gesondert nochmal was dazu sagen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Nein, ich glaube, das mit der Eisdecke ist Enceladus. Europa ist ein anderer Mond. Aber es ist ein Mond vom Riesengasplaneten Jupiter. Der größte Planet in unserem Sonnensystem. Und wir folgen einfach dem Weg. Es ist ja noch das Tutorial, der Vorspann praktisch noch. Und ich muss sagen, wunderschön. Vor uns ein Haus mit See oder Fluss, eine Mühle. Es sieht wirklich aus wie auf der Erde. Irgendwann, nicht ganz Mittelalter. So, ich würde sagen 17. bis 18. Jahrhundert, keine Ahnung.
auch der Kleidung nach. Aber das hat ja nichts zu sagen. Ich glaube, hier gibt es schon die ersten Sachen zu entdecken. Wir drücken Y zum Interagieren. Oh, eine Karte, wo drauf steht, goodbye. Oh, komm auf die Insel. Die Grundstimmung hat etwas, ja, Schönes, aber trotzdem Melancholisches. Drücke Minus zum Lesen. Ich glaube, wir haben ein Tagebuch oder Notizbuch gefunden. Ja, da ist es. Und wir können darin blättern. Und ich lasse vorlesen. My son, from time to time, I ask myself, is it possible to miss something you've never known? Let me rephrase. Is it possible to be homesick for a place you've never been? I was born on Earth, but I think I have been homesick for Europa my whole life. I'm writing this from the island. The view from up here is like nothing else I've seen. By the time you read this, I'll be gone, and the world will look very different than how it does now. But the island should still be there. They built this thing to last. Come to the island if you ever get lonely. Come here and think of me. So, da sind noch jede Menge Seiten offen. Ich denke, das wird uns durch das Spiel begleiten. Immer wieder, ihr wisst ja, wie das in Spielen ist, einen Zettel finden und wieder hinzufügen. Aber das ist ja auch in Ordnung. So wird die Story praktisch dann von dem Spiel erzählt. Ihr habt übrigens gesehen, also die Schrift ist auf Deutsch im Spiel, aber die Audio auf Englisch. Das ist nur eine Demo-Version. Ich weiß nicht, ob das dann in der Vollversion auch auf Deutsch vorgelesen wird. Ich lasse es jetzt einfach unkommentiert auf Englisch vorlesen. Und ihr könnt es ja dann so machen, wie ich es immer mache, dass ich dann einfach das Deutsche mitlese. Aber um die Atmosphäre nicht kaputt zu machen, lasse ich den Erzähler vorlesen und den Vorleser. Und es ist eine Schildkröte. Und, nee, oder? Wir können auf der Schildkröte stehen und die trägt uns. Das ist schön. Das ist richtig süß. Das ist richtig schön. Das gefällt mir. Ich weiß nicht, ob das im Spiel irgendwann noch Rolle spielen wird. Oder ob es nur atmosphärisch ist. Ich finde solche Spiele, die eher eine Experience sein sollen, sowieso viel schöner. So, ich lasse wieder vorlesen. I don't know what I expected. They've given me a few days to adjust, but I can't make my mind believe that this is real. The air tastes like water and the water tastes like wine. The gardeners have turned this place into a paradise. Stück für Stück geht's weiter. Mir ist noch nicht klar, ob diese Briefe, dieses Tagebuch oder dieses Notizbuch tatsächlich für uns ist, also für unsere Figur, die wir hier spielen, oder ob wir derjenige sind, der diese Sachen geschrieben hat und das so eine Art Rückblick ist. Ihr wisst ja, wie das bei Spielen manchmal ist. Es gibt ja manchmal so einen mega oioioi Plot-Twist. Was ich ein bisschen schade finde, ist, wenn immer so rumspekuliert wird, schon vorher, oh je, was könnte wohl der Plot Twist sein? Wir lassen uns einfach überraschen und lassen uns von der Atmosphäre des Spiels einfangen. Wie ich eben schon sagte, ich mag Spiele, wo eher eine Experience ist, als jetzt ewig lang mit irgendwelchen Rätseln sich aufzuhalten oder irgendwelchen Jump-and-Run-Tricks. Wie zum Beispiel bei Ori. Es ist okay, wenn ein Spiel eine Herausforderung besitzt, aber sie sollte nicht so sein, dass die Gefahr läuft, dass man irgendwo hängen bleibt und nicht weiterkommt, sondern dass man dann sagt, okay, es geht jetzt hier weiter und man muss jetzt auch nicht alle Gegenstände gefunden haben, um weiterzukommen.
es sei denn, es geht jetzt wirklich um eine Challenge oder so. Und apropos gefundene Gegenstände, hier ist was, ein Smaragd, 1 von 7 Smaragden, also man muss 7 Smaragde sammeln. Oder, keine Ahnung, ob man das muss oder ob das so ein Zusatz ist. Aber, spielt keine Rolle, es ist ja eine Demo, das Spiel anspielen, kennenlernen und es ist eine interessante Architektur. Ich mag ja so Kuppelbauten und es juckt mich ehrlich gesagt wirklich in den Fingern, ein separates Video über den Mond Europa jetzt zu machen. die Berge, das ist diese Wolken und diese ganzen Blumen, dieser Cartoon-Style. Ich glaube, das will mit Absicht so nicht so mega fotorealistisch detailliert sein. Für mich muss es nicht ein mega realistischer Style sein in der 3D-Animation, sondern wenn der Style es schafft, die Geschichte zu erzählen. The sins of the past can stay home on Earth. Things will be different this time. They have to be. The sins of the past can stay home on Earth. Things will be different this time. They have to be. Es steht für Neuanfang. Neuanfang auf einem anderen Planeten. Wobei, ja gut, Europa ist ja ein Mond. Kein Planet. Aber ein terraformter Planet. Wo war ich stehen geblieben? Also wenn ein Stil es schafft, die Story richtig zu zeigen und zu erzählen, dann ist so auch ein cartoonhafter Stil. Ich mag das, wenn man so das Gefühl hat, man ist in einem Zeichentrickfilm. Das ist irgendwie viel schöner wie irgendwie fotorealistisch oder sonstige Effekte. Und ich glaube, dass, also jetzt zum Beispiel dieses Spiel hier will das auch so. Also die, wo das gemacht haben, die wollen das auch so, dass das so aussieht. Ja. So, ich habe noch nicht wirklich ausprobiert, ob wir so richtig ins Wasser können. Oder ob man da ertrinkt oder ob man überhaupt sterben kann. Ich schätze mal, ja. Es ist eine Demo-Version und ich denke mal, keine Ahnung, ich will es nicht herausfordern. Das sieht schon aus, wie wenn ewig lange diese Gebäude hier stehen. Und wenn man bedenkt, um Gebäude zu bauen, muss ja erst geterraformt sein. Wobei, es könnte ja auch ohne Terraformen, kann man auf einem Mond oder auf einem unbewohnbaren Planeten Gebäude bauen. Vielleicht sind es auch Überreste von abgestürzten Raumschiffen oder Raumstationen. Und hier ist wieder ein Smaragd, Nummer 2. Solche Pläne gibt es ja tatsächlich auf dem Mars zum Beispiel, solche Kuppelbauten, wo man dann praktisch unter diesen Kuppeln wohnen und leben kann. So, Y drücken, um das Leuchtfeuer zu entfachen. So, irgendwie ist nichts passiert. Oh, das sind auch Vögel. Die Vögel sehen aus wie so Papierflieger. Oder lebendige Segelflugzeuge. Das ist wunderschön. Wunderschön. Ich weiß nicht, was das Spiel in der Vollversion kosten wird. Aber ich glaube, ich würde mir das zulegen. Geht's jetzt weiter? Also ich bin schon sehr hoch runtergesprungen. Nichts passiert. Er hat bloß ein bisschen Uf gemacht. Darüber. Ich kann ja schweben und übers Wasser geglitten. Das ist ja süß. Das ist ja schön. Auch das Wasser gespiegelt. Ganz toll. Das ist ja wie über Eis. Ja. Aber da rein? Nee. Ich glaube, da ist nichts. Ich glaube, wenn diese Fenster so mit den Felsen verschlossen sind, dann soll man auch nicht reinkommen. Denke ich mal, ist nicht gewollt. Ja, wo geht's weiter? Ich habe so einen Verdacht. Ich glaube, ich habe dieses Leuchtfeuer oder was ist es da oben nicht richtig entzündet. Da habe ich irgendwie
möchte ich da nochmal was ausprobieren. Oder kann ich da wieder springen? Mit dem Kleid vielleicht? Ne, ich werde nur nass. Ich werde mich wirklich nass, wie man hier sieht. Das ist, glaube ich, auch gar nicht gewollt oder nicht vorgesehen. Das meinte ich ja mit Detail, Detail reduzieren. Dass ja nicht alle Details vorhanden sein müssen in einem Spiel. Was ich immer da hoch muss machen. Es sieht aber noch nie aus, wie wenn es jetzt ein Rätsel wäre. Also, wir müssen jetzt hier nichts irgendwie umschieben oder so, sondern ich glaube, ich habe es nicht richtig aktiviert. Ja, da steht immer noch Y zum Interagieren. Mal, ja, man muss es länger drücken. Gut, schon wieder was gelernt. Die Tür geht auf. Jetzt einfach rübergleiten. Ja, jetzt ist auch ein Vorsprung da. Das macht man auch. Ja, wunderbar. Sehen, die Landschaft, die Vögel, das ist wunderschön. Es gibt ja auch ganze Zeichentrickfilme so in diesem Style erzählt werden, gezeichnet sind. Das ist schon schön. Hier meine Aufnahme. Ich weiß auch nicht genau, welches Bild ich dann fürs Thumbnail nehme. Aber ich mache hin und wieder zwischendurch, wenn ich an der Switch bin, auch solche Screenshots, um, wie gesagt, ja, gut, diese Twitter-Geschichte ist nochmal eine ganz eigene, über die ich heute nicht sprechen möchte, jedenfalls nicht in diesem Spiel. So, hier geht es weiter. Ja, B gedrückt halten, um zu gleiten. Also anscheinend haben wir, das heißt, unser Charakter hat irgendwelche Grundfähigkeiten. Weil Menschen können ja nicht einfach so gleiten. Es werden ja auch hin und wieder zwischendurch immer wieder Namen eingeblendet. Also es ist immer noch Teil vom Vorspann, vom Tutorial. Auch diese Perspektivenwechsel, dass man von weiter weg irgendwie... ist schon schön. So, ein neuer Raum. Gut. Springen, dann Y drücken, um zu stampfen. Also aufstampfen erzeugt diese Energie. Irgendwas. Und dann müsste das Tor aufgehen. Ja. Wunderbar. Ich glaube, auf diese Art und Weise werden neue Levels oder neue Gebiete dann freigeschaltet. Was diese Kugel jetzt bedeutet, weiß ich jetzt nicht. Ist das so eine Art Schutzschild? Was mir auffällt ist, das soll ja auf dem Mond Europa spielen in der Zukunft, wo der Mond Europa terraformt wurde. Aber die Bauten und auch die Schriftzeichen und auch das mit diesen Fackeln und so, das erinnert eher an, ja, an Fantasy. Aber egal, lassen wir es weiter auf uns wirken. Das war anscheinend so eine Art Vorschau für das nächste Gebiet, wenn ich das richtig verstanden habe. Also da war wieder ein Zettel und andere Tiere, die sich verstecken, wenn denen jemand in die Nähe kommt. Und wir lassen wieder vorlesen. It breaks my heart that you'll never see our homeworld, but I can't say I regret bringing you here. You're going to have everything I couldn't have. Clean water, fresh air, wide open skies. Everything a child deserves. That's what I want for you. And you'll have community too. Human beings to play with and learn from and grow alongside. Every person here has a different story. But our futures are bound up together now. Don't be scared. I know they're going to love you.
Ja, hab keine Angst. Auch auf diesen Tieren können wir reiten oder stehen. Mir ist übrigens aufgefallen, dass mein Gesicht, mein Avatar, ein wenig von der Schrift verdeckt hat vom Notizbuch. Also werde ich mich einfach ausblenden, wenn wieder ein Zettel gefunden wird. So, hat das Auswirkungen auf diese Lebewesen, wenn ich diese Kugel mache? Nein, auch nicht. Hier ist etwas. Mit seinem Zephyr-Gerät kann C schweben. Oder C. Z-E-E. Also so heißen wir. So heißt unser Charakter. Und das Gerät, was wir da auf dem Rücken haben, mit dem haben wir anscheinend unsere Fähigkeiten. Interessant. Sie. Wie wird das ausgesprochen? Keine Ahnung. Ich sag mal sie. Und wir können schweben. Und da vorne ist etwas. Es ist aber kein Smaragd. Sieht aus wie eine Schneekristalle oder ein Schneeflocker. Kristallsterne steigern die Ladekapazität des Zephyrs. Also das ist das Ding, was wir da auf dem Rücken haben. Zephyr. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Aber auf jeden Fall, wenn wir diese Energie einsammeln, wird irgendwie der Zephyr aufgeladen. Und wir können schweben und springen und gleiten und alles Mögliche. Das ist schon toll. Und klettern. Na, klettern sowieso. Und die respawnen auch wieder. Also das ist etwas, was man nicht einsammeln... Oh! Richtig fliegen kann... Guck mal, richtig fliegen kann ich. Ist nichts für Leute mit Höhenangst. Da vorne gibt es wieder was zu einsammeln. ZR gedrückt halten, um aufwärts zu schweben. Okay. Und der Jupiter im Hintergrund am Himmel. Das sind Tiere, die tun uns aber nichts. Also es scheint keine Gegner zu geben. Verwende Schweben und Gleiten, um länger in der Luft zu bleiben. Und mehrere von diesen Kuppelbauten wieder. Von denen ich mich frage, was es einmal war. Ich denke mal, Raumstationen, die gestanden sind oder gebaut wurden, als Europa noch nicht lebensfähig war. Es ist so eine Art, ja, wie ich schon sagte, Raumstation. Aber diese Säulen passen irgendwie dann wieder nicht. Das sieht so nach Antike aus. Europa. Es erinnert mich ein bisschen, es hat einen asiatischen Touch. Fällt mir jetzt gerade auf. Gut, die Firma, wo das betrieben hat, ist vielleicht eine japanische Firma, wo diese Terraforming gemacht hat. Kann ja sein. Und wir schweben und schweben. Fliegen einen langen Weg. Autsch. Aber wie gesagt, bisher ist uns nichts passiert. Ich weiß nicht, ob es an der Demo-Version liegt oder ob dem Charakter ja nichts passieren kann. Ob das nicht, wie gesagt, ein Spiel, wo es um die Experience geht. Und nicht um irgendwelche Gegner, vor denen man flüchten muss, weil man dann sonst stirbt oder so, sind mir einfach 100-mal lieber. Also, ich mag eher die stressfreien Spiele. Mal abgesehen von Splatoon natürlich. Splatoon kann natürlich auch Stress sein. So, was ist das? Ein Irrlicht? Ein Irrlicht verfolgt uns jedenfalls. Auf jeden Fall scheint es, dass ich etwas eingesammelt habe. Und da oben, da leuchtet auch etwas. Nee, es ist eine Notiz. Some say that humans brought life to Europa.
If you ask me, all we did was unlock the life that was sleeping within. Why have so many terraforming projects failed where this one succeeded? It can only be that Europa holds some innate capacity for life. Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die uns der Tagebuchschreiber hier stellt. Übrigens, ich habe gemerkt, wenn wir irgendwo hinkommen, wo es gefährlich wird, kommt dieser Effekt und wir werden zurückgeschleudert. Der Mond Europa spielt ja in dem Film, beziehungsweise auch in der Romanvorlage 2001 Odyssee im Weltraum eine sehr wichtige Rolle. Und ist in der Fortsetzung 2010, wird es noch deutlicher, was da mit Europa los ist, weil da nämlich auch Leben entsteht. Ich möchte jetzt nicht so genau darauf eingehen, es soll ja nicht um Odyssee im Weltraum gehen, aber genauso wie dieses Spiel hier, oder Spiele, die ich mag, sind auch die Romane von Arthur C. Clarke, die Odyssee im Weltraum Romane, eher so die stille Science-Fiction, die ruhige Science-Fiction. Es gibt keine Weltraumschlachten, es gibt keine Bösewichte, sondern es gibt Geheimnisse, die Menschen versuchen zu lösen. Und ich sehe, entweder das ist Demo noch von der Demo-Version, dass wir hier nicht weiterkommen, oder es ist vom Spiel so gewollt, weil hier die Map zu Ende ist. Jedenfalls immer, wenn ich da versuche hinzukommen, entsteht so eine Art Schneesturm und wir werden zurückgeschleudert. Also entweder ist hier die Karte begrenzt, weil es die Demo-Version ist, oder es ist tatsächlich vom Spiel und der Spielmechanik so. Ne? Wobei, wenn es in der Vollversion ein echtes Open-World-Spiel vielleicht ist. Genau, nach dem Begriff habe ich gesucht, Open-World-Spiel. Also es gibt Spiele, da kommt man einfach nicht weiter, wenn man bestimmte Gegner einfach nicht besiegt und bestimmte Gegenstände nicht einsammelt und bestimmte Missionen nicht erfüllt. Aber wenn es um so eine Experience geht, wo es einfach nur einen Weg zu laufen gibt, so wie hier jetzt, und man muss eben den richtigen Weg finden und dann geht es weiter, das finde ich viel schöner. Es ist auch irgendwie realistischer, weil, was heißt realistischer, aber bei einer echten Weltraummission da, oder überhaupt Mission, da kann man ja auch einfach weiterlaufen. Da ist ja auch nicht eine Map dann plötzlich zu Ende oder so. So, ich guck mal, wo man hier weiterkommt. Muss ich da hoch? Oder bin ich von da gekommen? Ich habe einen sehr schlechten Orientierungssinn übrigens. Also ich habe mich auch schon in Spielen oft verlaufen. Ja, ich weiß, das ist lustig, ja. Aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. So, kann ich da hochfliegen, hochschweben? Nee. Aber ich glaube, ich bin von da gekommen. Nee, das ist viel zu hoch. Da kommt man auch nicht mehr zurück. Nee. Oder da? Ich muss mich an die Steuerung ein bisschen gewöhnen. Ich bin von Splatoon her gewohnt mit der Bewegungssteuerung. Ich weiß nicht, ob man das an dem Spiel umstellen kann. Aber ich muss eben die Hebel drücken, um die Kamera zu bewegen. Und bei Splatoon habe ich ja vorzugsweise die Bewegungssteuerung. Also ich muss dann nur das Pad bewegen, damit die Kamera sich oder das Sichtfeld sich verändert oder sich bewegt. So, bin ich hier schon gewesen? Keine Ahnung. Es gibt auch keine Karte. Also es gibt nicht irgendwie eine Taste, wo ich eine Karte öffnen kann, um zu gucken, wo ich gerade bin. Wie gesagt, eine Demo-Version. Ich weiß nicht, ob das dann bei der Vollversion vorhanden ist. Oder ob es eine Art Inventarliste gibt. Ich bin ganz ehrlich, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass das Spiel nicht zu komplex ist. Ich hoffe, es bleibt so einfach.
Halt, da darf man nicht runter. Ich hoffe, es bleibt so einfach, wie es jetzt gerade ist. So simpel. So. Ja, so. Wie nennt man das? Nicht minimalistisch, aber. Dass man nicht den Gegenstand einsammeln muss und dann hat man das hier und dann hat man hier Heilkraut und dann das und den Gegenstand und die Waffe und dann muss die Waffe sich verändern und verbessern. Wie gesagt, höre ich mir auch nicht. Ich habe ein zweites von diesen Irrlichtern. Von diesen Lichtern eingesammelt. Mal gucken, was man damit machen muss. Da fliegen auch Insekten rum. Das Bienen könnte mir irgendwas tun. Ich kann mit Y diese Lichtkugel um mich herum erschaffen, aber... Okay, finde 3 Irrlichter, um den Auslöser freizuschalten. Also 2 habe ich schon. Schein mir. Also muss ich noch den dritten finden. Oder das dritte finden. Und dann denke ich mal, geht es dann weiter. Haben die Folgen mir. Oder? Ja, das sind die Irrlichter, wo ich einsammeln muss. Also 2 habe ich schon. Dann gehe ich nochmal da hoch. Schätze ich mal. Ja, die Steuerung. Mit der Steuerung habe ich es nicht ganz so. Da war ich da oben schon. Na toll, jetzt bin ich hier runtergefallen. Aber. Zum Glück bin ich hier runtergefallen, weil ich habe was gefunden. Ha! Ein weiterer Energiekristall. Sehr schön. Man sieht übrigens nur Ruinen. Und es ist gemauert. Alles, was ich schon gesagt habe, nicht an Science Fiction, sondern eher an so eine Fantasy, antike Fantasy-Welt erinnern lässt. Aber wir wissen ja nicht, wie Terraforming in, ich weiß nicht wie viele Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden auf dem Mond Europa aussehen. Von dem her. Und es passt einfach zur Atmosphäre, die ist wunderschön. So eine entspannte, ruhige, schöne Atmosphäre. Ja, ich wollte rüberschweben, aber das ging irgendwie nicht. Und ich bin jetzt nicht jemand, wo schimpft, da macht die Taste nicht dir nicht Zoll. Ja, Grüße gehen raus. Nee, Spaß. Ja, ich versuch's gleich nochmal. Nee, jetzt schwebt er plötzlich. Oder gleitet. Nee, das war ja gar nicht schweben, das ist gleiten. Kann ich da hochspringen, dass ich... okay, ich laufe da außen rum. Wir haben ja Zeit. Nee, es geht mit diesem Gleiten gar nicht. Jetzt versuche ich mal, ob ich schweben kann. Ich habe übrigens festgestellt, dass bei diesem Schweben oder Fliegen... Ja, jetzt funktioniert es. Dass das nicht endlos geht, dass da auch die Energie ausgeht. Aber es reicht für diesen Weg. Und hier ist wieder ein Zettel. Look at the gardeners. They came to this moon as mere tools to prepare for our arrival. But through 1,000 years they've evolved into a whole ecosystem mimicking the biodiversity of old Earth.
Übrigens, wenn ihr euch wundert, dass da Schnitte drin sind, ich glaube, der Ton war vorhin weg, es ist auch egal. Ich habe mit der Capture Card an der Nintendo Switch aufgezeichnet und und kommentiere jetzt das, was ich gespielt habe, nach, weil wie gesagt, ich kann das leider nicht mit der Nintendo Switch am Computer machen. Deswegen seht es mir nach. Und ich glaube, ich habe das dritte Irrlicht gefunden. Autsch, das war voll auf die Knie. Jetzt weiß ich nicht, wie lange der Ton weg war. Ich glaube, seit ich den letzten Zettel gefunden habe, kann das sein. Ist auch egal. Man kann das Spiel auch unkommentiert genießen. So, alle drei Irrlichter gefunden. Dann geht's mal weiter. Und ich schwebe und fliege und gleite darüber. Wunderbar. Und ich drücke Y. Und oi. Ich glaube, soll das die Insel sein? Das, was da oben da im Himmel schwebt? Frage ich mich, wenn hier Europa terraformt ist und hier alles so wunderschön ist, warum ist es menschenleer? Und warum sind die Menschen in nicht hier, sondern auf dieser Insel? Das verstehe ich irgendwie nicht. Es wird bestimmt noch, oder hoffe ich, erzählt. Natürlich habe ich eine Theorie. So, hier sind jede Menge von diesen Energiekugeln. Ich glaube jedenfalls, dass es Energiekugeln sind, die unseren Sapphire oder was das ist, aufladen. Und oh je, mir schwant etwas. Diese Würfel, die muss ich bewegen. Ja, sieht man's? Ich glaube, da muss man draufspringen und dann verschwinden die. Und bevor sie verschwinden, muss man weiterspringen. Sonst kommt man nicht an dieses Goodie da oben dran. Und ich bin wirklich sehr schlecht in sowas. Ich probiere erstmal, ich gucke mich erstmal andersweitig um. Weil wie gesagt, Demo-Version, da muss man vielleicht nicht alles schaffen. Ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Also, ich habe schon Demo-Versionen gespielt, wo es dann plötzlich nicht mehr weiterging. Und dann hieß es, Demo-Version zu Ende. Oder man muss tatsächlich das Spiel in Anführungszeichen durchspielen, damit man dann die Demo-Version am Ende ist. Ich weiß natürlich nicht, wie das hier ist. Ich weiß auch nicht, wie lang die Demo-Version geht. Ich habe das Gefühl, es geht schon ganz schön lange. Wobei das Tutorial oder der Vorspann war ja schon sehr lange. Was verspricht, dass das Spiel in der Vollversion richtig groß und lange geht? Gut, der Atmosphäre nach ist es natürlich, wäre es natürlich toll, wenn das Spiel lange gehen würde. Wieder was? Und ich glaube, wir lassen vorlesen. I know you have a lot of questions, most of which can't be answered in this notebook. There's a chance you're angry, or that you'll get angry one day when you're older. Europa is unbelievable, but it's not finished. We're trying to build something better than what we left behind. That will take time. Generations even. That is why I'm sending you ahead. Voraus. Jetzt ist natürlich die Frage, sind diese Briefe an unseren Charakter gerichtet? Oder an jemand ganz anderen und wir sind gar nicht der, an den, also um den es geht. Wir wissen ja gar nicht, wer wir sind. Ganz am Anfang vom Spiel hat man so eine Art Grabstein gesehen, wo Adam drauf stand. Das ist jetzt übrigens dieser Turm, wo diese Würfel hinführen. Ich versuche mal, in Anführungszeichen, normal da hochzukommen. Ach, ganz easy. Aber das ist doch das mit dem... Nee, das ist nicht... Nee, die Würfel sind da vorne irgendwo.
Ja, und die Energie vom Flugmodus war leer. Klar, da gibt es jetzt bestimmt ein paar Theorien, was die... Na, das sind die Würfel mit dem... mit dieser Plattform. Was dieses Spiel... die Story von diesem Spiel angeht. Und das ist ja auch so gewollt. Also die Macher von solchen Spielen, die wollen ja auch nicht, dass gleich alles offensichtlich ist, sondern dass man sich schon Gedanken machen kann. Ja, easy. Gut, vielleicht waren die Würfel wie so eine Art Übung. Also, dass man üben kann, da hochzukommen mit diesen Würfeln. Die kommen in der Vollversion vielleicht öfters dann vor. Ich meine, ich habe auch einen Kristall. Ich meine, ich habe auch einen Smaragd gesehen. Ja, ich glaube, das da. Da ist er. Ja, man kommt gut dran. Also... von 7 Smaragden gesammelt. Und hier werden wir vom Schneesturm wieder weggewegt. Also ist nicht vom Spiel gewollt, dass wir hier weitergehen. Wie gesagt, keine Ahnung, ob es eine Beschränkung von der Demo-Version ist oder ob das im Spiel generell dann so sein wird. Jetzt muss ich gucken. Muss ich erst wieder gucken, wo es weitergeht. Und das Schönste ist, es gibt keine Gegner. Also es ist nicht irgendwie, oder noch, ist es irgendwie nicht gefährlich für uns. Für unseren Charakter. Das ist was, was mir bisher recht gut gefällt. Das ändert sich bestimmt, oder vielleicht noch. Wie gesagt, Nintendo hat das Spiel vorgeschlagen. Man kann bei der Nintendo Switch... kommt man auch manchmal so Spiele vorgeschlagen, wo eine ganz bestimmte Rubrik oder ein ganz bestimmtes Thema beinhaltet. Und ich habe das Thema ruhige Spiele oder entspannte, ruhige Spiele ausgewählt. Und das Spiel wurde mir vorgeschlagen. Da waren ein paar Spiele dabei, aber das hier, das hat mich gereizt, weil ich gesehen habe, okay, dazu gibt es eine Demo-Version. Und die gucke ich mir mal an. Schwebende Steine. Oh, die wir sogar... die wir sogar anstupsen können. Und die sehr zeichentrickhaft aussehen. Genauso wie unser Charakter auch. Der See. Oder sie. Ich muss dann mal gucken, wie man das ausspricht. Aber die machen... nichts. Schweben die, weil mit der Gravitation hier was nicht stimmt? Oder weil sie selbst... irgendwie einen Mechanismus haben, wo keine Ahnung, ob das vielleicht irgendwann noch wichtig wird oder ob das einfach nur für die Atmosphäre ist. Kann man auf die drauf springen und irgendwie rumschweben? Keine Ahnung. Ich versuche jedenfalls erstmal weiter normal da hochzukommen. Ich glaube, wir müssen auch da die Treppe hoch. Immer höher und höher. Bei solchen Spielen, wo es um die Experience geht und wo so Open-World-mäßig aufgebaut sind, ist es immer ratsam, der Intuition zu folgen. As I'm writing this, most of the human race are still asleep on the island. In a few years' time, you're going to join them. I'll stay back here and work, so that when you wake up somewhere better. I don't know exactly what the world will look like. All I know is that people on the homeworld made the mistake of not thinking past tomorrow by sending you ahead. I'm staking my heart on the future. Ah, okay. Also wenn ich es richtig verstanden habe, befindet sich die Menschheit oder der Großteil der Menschheit oder die Menschen auf dieser Insel und wurde dort praktisch wie in seine Art Kälteschlaf versetzt, bis Europa fertig terraformiert ist. Dann macht es natürlich Sinn, dass hier noch keine Menschen sind. Die Frage ist eben, was das hier für Bauten sind. Gut, vielleicht Raumstationen oder Raumschiffe, die hier dann zurückgelassen wurden,
und wie das Terraforming abgeschlossen war, was vielleicht irgendwie automatisiert vonstatten ging, wurde irgendetwas nicht aktiviert und jetzt müssen wir praktisch die Menschen von der Insel holen oder befreien. Das ist so, verstehe ich das jetzt jedenfalls. So, ich habe hier ganz easy, also es war ganz leicht, wieder was aktiviert. Übrigens weiß ich auch nicht, warum man diese Gegenstände hier einfach durchs Anlaufen kaputt machen kann. Aber wir drücken den blauen Knopf und gucken, was passiert. Oh. Steuerung, wir fliegen. Ich weiß auch nicht, wohin ich fliegen soll. Vielleicht die Insel an Meilen oder oben schwebt. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt gerade richtig mache oder ob das so, was wir jetzt hier sehen, gewollt ist. Aber es ist schön. Es ist richtig gut. Das abschwebende Stein. Einspielerfilm. Da werde ich mal meine Klappe halten und wir werden den gemeinsam genießen. Viel Spaß. Some say that humans brought life to Europa. If you ask me, all we did was unlock the life that was sleeping within. Europa is unbelievable, but it's not finished. We're trying to build something better than what we left behind. That will take time. That is why I'm sending you ahead. Ja, wow, wirklich, ich muss mich mal hier ein bisschen größer machen, wirklich wow, also der Einspieler zum Schluss, der hat ja einige Techniken oder einige Szenen aus dem Film mehr oder weniger gespoilert, was jetzt aber auch nicht weiter schlimm ist. Man hat zum Beispiel die Würfel gesehen, ein bisschen in Aktion oder irgendwelche anderen Landschaften. Ich habe schwebende Wale gesehen. Also auf jeden Fall ein Spiel, das ich auf jeden Fall weiter beobachten werde. Ich weiß nicht, ob die Vollversion schon draußen ist. Wenn ja, werde ich mir das zulegen und es könnte ein Kandidat für den Live-Kanal sein. Nee,
Eben nicht, ich kann ja nicht livestreamen mit der Switch. Ist auch egal. Schreibt mal in die Kommentare, wie gefällt euch dieses Spiel? Würdet ihr gern mehr über Europa erfahren, sowohl über das Spiel, wie aber auch über den echten Mond Europa? Würde ich mal gerne ein bisschen mehr dazu recherchieren und mehr dazu bringen. Ja, das war's. Das war die Demo-Version von Europa, erhältlich auf der Nintendo Switch. Wie gesagt, der Preis der Vollversion unbekannt, aber ich halte euch auf dem Laufenden. Das war's. Kip Supernova over and out.